Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Powder Rose. Oh mein Gott, Leute, ich bin so aufgeregt. Und zwar heute ist es endlich soweit. Und zwar, ich werde endlich das Video, was auf meiner Nummer 1 auf der Liste von den Videos, die ich unbedingt machen wollte, steht. Und zwar, Leute, ich werde euch heute meine Top 15 Parfüms vorstellen. Ja, das war das Video, das ich unbedingt machen wollte. Und ich bin so aufgeregt und... ja, ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ja, der Herbst ist nah und ja, ich finde es ganz toll, denn der Sommer, ja, ich mag keinen Sommer und es wird endlich kühler und ja, mein Wochenende war ganz gut, ganz chillig und ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht, ich habe alles hergerichtet. Ich habe meine Flakons auf Hochglanz poliert, Leute, nur für euch. Ja, ich habe meinen Freund rausgeschmissen, ich habe das Handy ausgemacht. Ich habe alles zugemacht und ich bin jetzt nur für euch da, Leute, nur für euch und für meine Parfums. Ja, was ich noch vorab sagen kann, also ich bin ein totaler Parfüm-Junkie. Ja, das Ganze hat angefangen, da war ich so ungefähr 16, 17. Ja, und die wurden immer mehr und immer mehr. Und ja, ich habe jetzt insgesamt ungefähr 90 Parfüms. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen krank. Und ja, von dieser großen Sammlung habe ich euch jetzt meine Top 15 rausgesucht. Von den Parfüms, die ich wirklich am allermeisten aus meiner Sammlung mag. Und ja, ich war erst bei Top 10, doch dann waren immer noch ein paar Düfte. Ich habe mir gedacht, nee, die müssen auch unbedingt noch sein. Und ja, jetzt sind es Top 15 und ich bin total zufrieden. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß, Leute. Holt euch was zu knabbern, holt euch was zu trinken, denn ich denke, das Video wird ein bisschen länger. Und ja, hier noch meine zwei süßen Assistenten. Und zwar, ihr kennt sie ja schon, die süße kleine Nepoki und den Philippea. Ja, die werden mich unterstützen und... ja, genau, also wir fangen jetzt an und zwar von Platz 15 zu Platz 1 und ja, ich werde zu jedem Parfüm ein bisschen was sagen, werde es euch einzeln vorstellen und ja, was ich noch sagen kann, eigentlich sind alle Parfüms aus der Duftrichtung Gourmand, süß Gourmand, also Gourmand heißt, das Parfüm riecht nach Süßigkeiten oder nach Essen, also nach Karamell, nach Zucker, nach Schlagsahne, Mandelcreme, genau. Und ja, alle Parfüms haben richtig Wumms, denn ich mag laut, süß, auffällig und ja, ich fange jetzt einfach an. Also alle Parfüms sind aus der Gourmand-Reihe, bloß eins, und zwar, das ist die Nummer 15, mit dem wir gleich anfangen, ist aus einer anderen Sparte, und zwar aus der Sparte Blumig. Und wir fangen jetzt an. Und zwar, Leute, meine Nummer 15 ist Daisy von Marc Jacobs. Das ist die Eau de Toilette-Version. So, ich zeige euch jetzt immer erstmal den Flakon. Genau, normaler durchsichtiger Glasflakon. Hier vorne steht eben der Name, die Marke und ja, Flüssigkeit ist nicht mehr ganz so viel drin. Ich muss mir mal einen nachkaufen. Ist so goldgelb und hier oben natürlich die tolle süße Kappe mit den drei Blumen hier oben, so süß. Genau, hier ganz normal Sprühkopf und ja, genau. Dann fangen wir mal an. Ich lese euch erstmal die Duftnoten vor, also was für Düfte der Duft enthält sozusagen, aus was für Duft, Duftstoffen er sich zusammensetzt. Genau, also wir fangen erstmal an mit der Kopfnote. Für die, die es nicht wissen, also ein Parfüm setzt sich immer aus verschiedenen Noten auf. Erst gibt es die Kopfnoten, das heißt, das sind die Gerüche, die Duftanteile, die ihr als erstes riecht, wenn ihr es aufsprüht auf die Haut. Und das ist bei Daisy jetzt rote Grapefruit, Veilchenblatt und wilde Erdbeere. Dann haben wir die Herznote, also die Kopfnote hält so bis zu einer Stunde, dann kommt die Herznote, dann kommen die, Duftanteile von der Herznote zum Vorschein, so nach einer Stunde. Bei Daisy ist es dann Gardenie, Jasmin und Veilchen. Genau, und dann so nach 2-3 Stunden verpufft dann die Herznote und dann geht es zur Basisnote. Das wären dann hier bei Daisy helle Hölzer, Moschus und Vanille. Genau, und die Basisnote ist immer beim Parfüm, die Noten, die bis zum Schluss auf der Haut bleiben, die man dann zum Schluss noch riechen kann, bevor das Parfüm dann komplett verschwindet. Genau, so da lag. Ich werde euch jetzt den Duft aufsprühen. So da lang. Genau.
Also ich warte mal ein bisschen, bis der Alkohol verflogen ist. So, lala. Ja, also Daisy ist echt toll. Also ich mag es total gern. Das ist so unschuldig, zart, bisschen frisch, blumig, als ob ihr durch eine Blumenwiese durchgeht. Und ganz, ganz wenig von dieser wilden Erdbeere eben noch. Aber das ist nicht arg fruchtig, sondern ganz zartfruchtig. Nicht so süßfruchtig, so richtig natürlich zartfruchtig. Und ja, ich mag diesen Duft sehr. Und noch als Hintergrund zu Daisy, nämlich Daisy war mein erstes richtiges Markenparfüm. Das habe ich mir damals mit Mama gekauft und wir haben uns den ersten Flakon geteilt. Und ja, Daisy ist ein bisschen Nostalgie für mich und ja, zwischendurch trage ich ihn immer mal wieder und er musste unbedingt in meine Top 15 Parfümliste mit rein. Ich mag ihn sehr und ja, blumig, zart, unschuldig. Gute Abwechslung mal für mich. So, dala. Und zwar, ich habe mir hier noch Notizen gemacht und zwar, hier das Parfüm habe ich da noch einzeln bewertet. Auf die Kriterien erstmal den Duft an sich und dann noch das Kriterium Haltbarkeit. Also Haltbarkeit, wie lange der Duft auf der Haut wahrnehmbar ist, wie lange er duftet. Denn ja, es ist für mich sehr wichtig, dass man den Duft gut riecht oder lange riecht. Ich möchte nicht ewig nachsprühen, ich möchte am Morgen einmal aufsprühen und den ganzen Tag duften. Genau, und bei Daisy habe ich die Bewertung gegeben, Duft eine 7 von 10 Sternen und die Haltbarkeit auch 7 von 10 Sternen. So, das war die Nummer 15. Kommen wir dann zur Nummer 14. Und zwar, Leute, das ist La Vie Belle Eau de Toilette von Lancôme. Genau. Also der Flakon ist wunderschön schlicht. Hier unten habt ihr das Lächeln. La Vie Belle heißt, das Leben ist schön. Hier ist noch so eine, ja, so ein Schleifchen, ganz süß. Flüssigkeit ist orange-pink. Genau. Ganz normaler silberner Sprüher. Genau, so da la. Dann lese ich euch mal die Duftnoten zu La Vie Belle Eau de Toilette vor. Also wir haben in der Kopfnote Magnolie, Mandel, dann die Herznote, bleiche Schwertlilie, weiße Blütenabsolü, Patchouli-Absolü und dann die Basisnote, die Basis bilden dann Karamell, Praliné, Tonkabohne und Vanille. Genau, so da la. Dann sprühe ich das auch mal auf für euch. Nicht so viel, der ist recht intensiv. Genau. Also, La Vie Belle Eau de Toilette riecht für mich leicht blumig und sehr süß. Die Mandel kommt gut raus, Magnolie kommt gut raus. Finde ich sehr lecker. Ja, er ist ein Gourmand-Duft mit ein bisschen Blütenanteil. Ja, die ganzen La Vie Belle-Düfte, es gibt das hier für die Flanker, das Originale eben, und die ziehen sich alle so ein bisschen blumig und gourmand. Und ja, er ist sehr lecker. Mandel und Magnolie gefällt mir hier drin sehr, sehr gut. Genau, meine Nummer 14. Dann die individuelle Bewertung von mir noch. Also Duft hat er bekommen, 7 von 10 Sternen und Haltbarkeit auch 7 von 10 Sternen. Also man kann ihn so gut ja, um die 7-8 Stunden riechen, finde ich sehr gut. Okay Leute, dann geht es weiter mit meiner Nummer 13. Und zwar Leute, erstmal der Flakon. Wir reden von Vive la Juicy Sucré. Das ist ein Eau de Parfum von Juicy Couture. Genau, und Leute, ja, erstmal der Flakon zum Starten schön, wie so ein Cupcake, hier unten so ein, ja, Cupcake-Förmchen, dann hier sieht es aus wie ein Cupcake und hier die Sahne, die runtertropfen, die pinke Schleife, total süß, Flüssigkeit ist auch so gelb-gold und ja, wieder ein normaler silberner Sprayer, genau, total süß. So, dann lese ich euch mal die Noten für Viva la Juicy Sucré vor. Also wir haben in der Kopfnote brasilianische Gardenie, Mandarine, rote Johannisbeere. Die Herznoten sind Orangenblüte, Jasmin, Pfirsichnektar, Mandelcreme. Und die Basis haben wir dann Kakaobohne, Yam Yam, Sandelholz, Schlagsahne und Vanille. Lecker, lecker. So, dann sprühe ich mal Viva la Juicy Sucré auf für euch. Na, noch ein. Genau. Also, der Duft, ja, er startet eher
blumig. Blumig, ein bisschen künstlich, synthetisch. Ein bisschen so Bubblegum, hatte ich den Eindruck. Und ganz zum Schluss dann auf der Haut kommt dann die Mandelcreme und Vanille und Praline raus. Nee, Praline, Kakaobohne. Ja gut, ein bisschen Praline kann ich auch wahrnehmen. Sehr gut. Ja, und der Duft, muss ich sagen, ich habe mich gezwungen, ihn zu lieben. Ja, es hört sich blöd an. Ja, ich bin einfach dem Flakon verfallen damals in Douglas und ich habe ihn mitgenommen und ich fand ihn nicht so toll beim Aufsprühen und ja, ich hatte so eine Schwierigkeit mit ihm. Der hat nicht gehalten auf meiner Haut. Ich habe ihn nach einer Stunde nicht mehr gerochen. Ich habe die Kolleginnen in der Arbeit, Freundinnen immer gefragt, riecht ihr den? Oh ja, wir riechen den. Und ich so, what? Ich rieche ihn nicht. Wo ist der Duft? Ich habe mich so aufgeregt. Ich habe so rumexperimentiert, habe dann immer Pausen gemacht etc. Und dann Gott sei Dank, weil ich hasse ja die Sonne und ich stehe total auf Sonnenschutz und ich schmiere auch meine Arme mal ein und ja, habe ich das dann mal gemacht, das Parfüm drauf und Leute, ich sag's euch, der Duft hält. Er hält bis zu 19 Stunden durch. Also nicht mehr so arg, nicht mehr so stark wie am Anfang, aber er riecht immer noch nach 19 Stunden dank meinem Sonnenschutz. Halleluja, ich war so froh und dann bleibt diese schöne, ja so Cupcake-Note mit Mandel bleibt auf der Haut so lecker. Yum, yum. Bodala. Viva la Juicy Secret habe ich dann bewertet. Also der Duft kriegt 7 von 10 Sternen und die Haltbarkeit auch 7 von 10 Sternen. Bodala. Dann geht es weiter mit meiner Nummer 12. Und zwar meine Nummer 12 ist von der Marke Lolita Lempicka. Ja, das erste Parfüm, das heißt auch Lolita Lempicka. Total schöner Flakon. So leicht lila mit den weiß-goldenen Blättern und den Ranken. Total toll. Vorne steht der Name drum. Und ja, es ist total lustig, weil der Sprühkopf ist hier der Apfelstiel. Muss man draufdrücken, dann kommt das Parfüm raus. Und ja, Flüssigkeit ist klar. Und ja, jetzt sprühen wir mal. So, da lang. Ja, sprühen, aber erst die Duftnoten. Ich hab's verwechselt. Also, Lolita Lempicka. Also, kommen wir jetzt zu den Duftnoten von Lolita Lempicka. Kopfnote haben wir Anis, Efeu, Kirsche. Dann das Herz, das Duftes bildet Amaryllis, Lakritz, Veilchen, Iris. Und dann die Basisnote ist dann Moschus, Praline, Vanille, Tonka, Brune, Vetiver. Ja, und dieses Parfüm, ich habe es ja schon aufgesprüht, ist sehr speziell und ich finde es so lecker, wirklich. Ich mag ja kein Lakritz, aber im Parfüm mag ich es total. So lecker, leicht lakritzig, vanillig, bisschen die Amarena-Kirsche, dann der Efeu, bisschen grün kommt durch. Der ist so einzigartig, dieser Duft, also ich kenne nichts Vergleichbares. Der riecht so lecker. Wirklich. Ich habe ihn nicht oft dran, aber wenn ich ihn dran habe, dann feiere ich ihn, weil er ist so speziell, so lecker, so ein verwunschener Garten stellt man sich da vor. Ganz toll und ganz exotische Blüten sind in diesem Garten und man streift hindurch und atmet einfach alles ein und so riecht Lolita Lempicka für mich. Yum, yum. So, da lag meine Bewertung. Also der Duft bekommt auch von mir 7 von 10 Sternen und die Haltbarkeit auch 7 von 10. Es ist nicht ganz so ein Kracher, ja, so 6-7 Stunden hält er durch und ja, ist aber dann noch eher hautnah zum Schluss. Aber ich liebe ihn trotzdem. So, da Leute, dann kommen wir zu meinem Platz 11. Und zwar, Platz 11 ist das erste Parfüm von Mariah Carey und es heißt einfach nur M. Genau, es ist total toll. Der Flakon, also er ist schön lila, ist ja die Flüssigkeit, ist ein bisschen nachgedunkelt, so bräunlich golden, aber es hat eigentlich keinen Einfluss auf den Duft. Und hier oben der Schmetterling, weil sie steht ja total auf Schmetterlinge, Mariah Carey. Und hier ein ganz normaler silberner Sprühkopf und hier oben voll das süße Detail, ich hoffe ihr erkennt es. So ein kleiner süßer Schmetterling eingraviert. Süß. Genau. Also, dann kommen wir jetzt mal zu den Duftnoten von Mariah Carey. So, also, in der Kopfnote haben wir Marshmallow, Meerwasser, Herznote, Gardenie, Tiare
und in der Basisnote ambrierter Weihrauch und Patchouli. Lecker, ich liebe Patchouli, ich liebe Marshmallows, total lecker. Den strühen wir jetzt mal auf. Also dieser Duft ist ja gourmand, orientalisch schwer. Oh, das ist so lecker. Riecht fast wie so ein Cognac oder ein Alkohol ein bisschen. Also Marshmallow riecht man total lecker. Das Meerwasser, das riecht echt ein bisschen salzig. Und dann Weihrauch, Patchouli. Es ist so lecker. Ja, wie so ein Boudoir. Ich denke da immer an so ein Boudoir, an so ein Damen. Schlafzimmer ganz edel eingerichtet und da sitzt so eine Dame in Strapsen, sitzt dann auf dem Bett und sprüht sich das Parfüm auf. Total lecker. Der ist so lecker. Ich habe den mir damals blind gekauft. Ich habe nur die Noten gelesen und dachte, boah, das riecht so lecker. Ich habe ihn nicht gerochen davon, habe ihn gekauft und ich war echt geflasht. Er ist so lecker. Edel, gourmand, orientalisch, total. Lecker. Und ich habe den Duft bewertet und zwar hat der Duft von mir 8 von 10 Sternen bekommen und die Haltbarkeit sind 7 von 10 Sternen. So Leute, jetzt sind wir schon bei meinem Platz 10. Und zwar Platz 10 ist Creme de Pistache von Laura Mercier. Genau, ganz schlichter Flakon, das leicht grüne Etikett wie Pistazie. Oben silberner Deckel und Sprühe auch silberschlicht. So, dann. Was sagen denn die Duftnoten? Ist übrigens ein Eau de Toilette, falls ich es vergessen habe zu erwähnen. Genau. Also, die Kopfnote bei diesem Duft: Bergamott, Fruchtnektar, weiße Orchidee, Herznote: dunkle Schokolade, Haselnuss, Karamell, Mandel, Pistazie, Praline. Ist doch einfach der Himmel auf Erden. Und Basisnote, holzige Noten, Honig, Patchouli, Schlagsahne und Vanille. Leute, so lecker. Ich sprühe den jetzt mal auf euch. Ja, da brauchen wir nur einen Sprüher, weil der ist sehr intensiv. Ja, ich habe es, glaube ich, noch nicht erzählt, Leute. Der Duft ist leider eingestellt worden. Ich habe mich so aufgeregt. Ja, ich habe jetzt hier noch einen so gut wie fast 50ml Flakon, aber es gibt ihn nicht mehr. Ich habe ihn nirgends mehr gefunden. Müsste mal bei eBay nochmal schauen, aber da ist er wahrscheinlich dann viel zu teuer. Und ja, es riecht so lecker, Leute. Pistazie riecht man, Zucker, Schokolade, Praline, lecker. Es riecht nach allem, was Kalorien hat, zuckersüß ist. So lecker. Aber die Pistazie und auch ein bisschen Mandel kommt durch. Es riecht so lecker. Bisschen Schlagsahne. Oh, ich liebe diesen Duft. Das ist so yum, so lecker. Der hält echt lang. Das riecht fast ein bisschen wie meine Nummer 1, aber nur ein Tick. Was die Nummer 1 ist, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Total yum. So lecker. Oh, ich finde den so gut. Den habe ich damals von meiner Tante zum Geburtstag bekommen. So lecker. Yum, yum. So lecker. Genau, also Creme de Pistache Eau de Toilette von Laura Mercier bekommt im Duft 9 von 10 Sternen und die Haltbarkeit 7 von 10. Also Haltbarkeit ist okay, aber könnte besser sein. Und ja, so dann, Leute, wir gehen weiter zu meiner Nummer 9. Und zwar, jetzt geht's mit den Mugler-Düften los, denn ihr müsst wissen, ich stehe total auf die Mugler-Düfte. So, das ist der erste Mugler-Duft und zwar, das ist Angel Muse mit einer der, ja, neuesten Angel Muse von Mugler. Genau, das ist so, ja, wie so ein Komet, soll ich glaube darstellen. Außen so silbern eingefasst und in die Flüssigkeit so orange-rötlich. Genau, das geht so auf und ja, der silberne Sprayer. Genau. Was sagt denn die Duftbeschreibung zu diesem Duft? Also Angel Muse. Wir haben als Kopfnote Grapefruit, rote Beeren. Die Herznote bildet die Haselnusscreme. Yum, yum. Und als Basisnote Vetiver und Patchouli. So, dann sprühen wir mal und los! Ich glaube mal, ich muss dann lüften, weil das wird hier so
stark dann riechende, ne? Also, der Duft ist so einzigartig, ist wieder Mugler-typisch, weil Mugler bringt ja so einzigartige, ja, extreme Düfte, aber es kommt schon rüber. Also es riecht so grünlich, das ist dann, glaube ich, der Vetiver und dann diese leckere Haselnussnote. Oh, es ist so lecker. Oh, am Anfang mochte ich ihn nicht ganz so. Da war auch die Ehrlichkeit zu meiner Nummer 1 stark. Aber jetzt rieche ich langsam die einzelnen Noten und merke die Unterschiede zu der Nummer 1. Und es ist so lecker. Also Haselnusscreme, bisschen grün, Vetiver, total einzigartig. Also ich kenne nichts, was so in der Art riecht. Also wirklich lecker, wie von einem anderen Planeten, kann man nur sagen. Yum, yum. Also, Angel Muse Eau de Parfum von Mugler bekommt von mir Duft 8 von 10 Sternen und auch die Haltbarkeit sind 8 von 10 Sterne. Also ja, riecht locker den ganzen Arbeitstag durch und am Abend rieche ich es immer noch, wenn ich heimkomme. Genau, so dala, dann kommen wir zu meiner Nummer 8 und zwar nochmal ein Duft von Lolita Lempicka. Und zwar, das ist der Duft L, er heißt einfach nur L, hier ist auch ein L, der ist total süß. So meeresmäßig ist der Duft, er riecht aber überhaupt nicht so. Hier ist ein L, hier ist ein kleiner Seestern, das haben wir noch, so eine Perle. Und hier auf dem Flakon noch mal ein Seestern, total toll, der ist so schön, der Flakon. Genau, dann Leute, lese ich euch mal die Duftnoten zu L vor. L ist übrigens auch ein Eau de Parfum von Lolita Lempicka. Genau, wir haben Duftnoten. Die Kopfnote, Bergamott, Bitterorange, sonnige Noten. Harznote, Moschus, Strohblume, Zimt. Basisnote, Sandelholz, Tonkabohne, Vanille. So, ja. Also, Sprühstoß, Marsch. Muss man auch hier oben drauf drücken. Das ist auch so ein, ja, einzigartiger Sprühkorb. Voll süß. Und Leute, ich muss euch leider auch sagen, der Duft, den gibt es auch nicht mehr. Da wurde die Produktion eingestellt. Warum auch immer. Beim Laura Mercier verstehe ich es auch nicht. Bei dem erst recht nicht. Der ist so lecker. Ja, und ich muss sagen, am Anfang mochte ich den Duft auch nicht so wirklich. Ja, ich habe ihn mal aufgesprüht. Da war so, dann bin ich nochmal die Parfümerie. Und dann, okay, er riecht echt ganz gut. Oh Leute, das ist so lecker. Das ist Zimt und Bitterorange. Das sind die beiden, ja, die Duftnoten, die ich da am meisten rausrieche. Ja, ein bisschen Vanille noch. Ja, und Moschus noch. Das ist so lecker. Also eigentlich sieht es ja aus wie so ein Meerduft von dem Flakon etc. Und ich glaube, auf dem Werbeplakat war auch wie so eine Art Meerjungfrau drum. Aber es riecht einfach wie Weihnachten. Ja, ich habe ihn, glaube ich, vor 3 Jahren zum Weihnachtsfest, zum 24. getragen. Und das ist so lecker. So, und auch ein bisschen salzig. Ja, stimmt. So Zimt, Bitterorange und so eine salzige Note. Das ist so lecker. So, oh, ich finde den so genial. Oh, er ist wirklich köstlich. Dieses salzige, ja. Und ich habe ja Gott sei Dank Glück gehabt. Ich habe noch auf eBay bei einem vertrauenswürdigen Verkäufer einen vollen 80ml Flakon ergattert. Und ich hoffe, der reicht noch bis mein Lebensende. Ich habe ihn in meinem Bücherregal, im Bücherschrank habe ich ihn aufbewahrt. Und ja, das ist so lecker. Oh Leute, wenn ihr nochmal den in die Finger irgendwo bekommt, kauft ihn euch. Der ist so lecker. Oh, salzig, zimtig, bitterorange. Oh, himmlisch, himmlisch, himmlisch! So, also Lolita Lempicka L Eau de Parfum bekommt von mir Duft 9 von 10, weil er einfach unglaublich lecker ist. Und die Haltbarkeit sind 7 von 10. Ja, die Haltbarkeit ist so, ja, 6 Stunden lang recht intensiv und dann wird es eher hautnah und dann riecht es noch so, ja, 8 Stunden insgesamt. Und ja, sehr lecker. Okay, Leute, nun kommen wir zu meiner Nummer 7. Ein weiterer Mugler-Duft und zwar ist das Angel Eau Sucré. Das ist ein Eau de Toilette, genau. Total süß, der Flakon, babyblau und wie so Zucker ist da drüber. So toll. Und oben die, ja, silberne Verschlusskappe. Genau, ja, was kann ich dazu erzählen? Ja, ich lese euch erstmal die Duftnoten vor. Also Angel Eau Sucré, Kopfnote rote Beeren-Sorbet, Herznote karamellisiertes Baiser,
und Basisnote Patchouli Vanille. So, oder? Ich weiß nicht, kennt ihr BC? Das ist so Eiweiß. Das ist so Eiweiß-Mirenken vom Bäcker. Ja, ich darf es ja nicht mehr essen, ich bin jetzt vegan. Aber ich habe die damals geliebt und ja, das war ganz lustig. Ich war damals mit Mama in Paris Urlaub und der Duft ist um die Zeit rausgekommen und ich habe so eine Standard-Parfümerie, wo ich immer hingehe. Mit denen habe ich angerufen und habe gesagt, die sollen mich bitte sofort anrufen, wenn sie den Duft haben. Und das war in Paris Urlaub, da haben sie mich angerufen und ja, ich bin da sofort zur Parfümerie danach und ja. Am Anfang mochte ich ihn auch nicht so, weil er mir ein bisschen zu fruchtig war, aber jetzt... Das ist dieser Baiser, das riecht echt wie dieses Eischnee-Baiser vom Bäcker, so richtig zuckrig, lecker gebacken. Und das und dann diese Beeren und ein Hauch von Patchouli, das ist so lecker, so kuchig lecker, wie als ob man in Paris in so eine Patisserie reingeht. So lecker, lecker. Also Beerenmarmelade sogar, ja. Oh, ein bisschen sauer, ein bisschen süß. Und dieses Baiser und Patchouli, göttlich, der ist so göttlich. Ja, und der Duft ist, glaube ich, wann ist er erschienen? Schauen wir mal. Genau, 2014, genau. Und da kommt jetzt jedes Jahr der gleiche Duft nochmal raus als Special Edition. Den gibt es nur einmal im Jahr mit einem anderen Flakon. Dann aber ist immer der gleiche Duft. So lecker. Genau. Ja, Leute. Dann meine Bewertung für Angel Eau Sucré Eau de Toilette von Mugler. Duft sind 9 von 10 Sternen und Haltbarkeit sind 7 von 10 Sternen. Wir nähern uns der Spitze. So, lala. Oh Gott, jetzt kommt einer meiner speziellen Lieblinge. Und zwar ist es Fancy von Jessica Simpson. Ich weiß nicht, ob euch Jessica Simpson was sagt. Das ist ja eine Sängerin. Und ja, mag ich sie. Ich bin neutral eher. Und ja, erstmal zum Flakon, total süß. Ja, durchsichtiges Glas und hier so Schnörkel, so Blumen und Schmetterlinge. Vorne steht im Fancy und oben in Rosé Gold der Verschluss. Und hier oben ist auch so eingraviert Schnörkel und ein Schmetterling, so süß. Und wenn man es abmacht, auch der Sprühkopf, Rosé Gold und Flüssigkeit ist so orange-rosa. Okay, dann Leute, lese ich euch die Noten so fancy vor. Kopfnote, Aprikose, Birne, rote Beeren. Harznote, Gardenie, Jasmin, Karamell, Mandel. Und die Basis bilden Amber, Sandelholz und Vanille. Ja Leute, dieser Duft, ich habe ihn jetzt die letzte Woche so oft getragen. Ja, oh, der ist so himmlisch. Den habe ich mir auch blind gekauft, weil den gibt es so in der Parfümerie nicht. Ich habe es im Internet dann ergattert, weil die Duftnoten sich so lecker angehört haben. Und die Bewertung, die ich gelesen habe. Und Leute, das riecht so lecker. Und ich sag's, wie ich es empfinde, das riecht wie eine Edelprostituierte. So riecht für mich eine Edelprostituierte in einem, ja, luxuriösen Bordell. Und diese Prostituierte kann sich ihre Freier selbst aussuchen. Ja, so empfinde ich es. Das ist mein erster Gedanke. Es riecht echt leicht nuttig. Tut mir leid, wenn ich so sage, aber es ist wirklich so. Aber ich finde es so lecker. Oh. Hier ist Karamell, Aprikose, Mandel, Vanille. Das ist so lecker, so warm, wie so eine Kuscheldecke. So, oh, so cremig, so, oh, so lecker, sexy. Oh, ich liebe diesen Duft. Und den habe ich in der Arbeit gedacht. Nee, aber der ist so absolut lecker. Oh, und bei dem hatte ich auch ein bisschen Probleme mit der Haltbarkeit. Doch dank Sonnenschutz hat die sich gleich mal verdoppelt. Und ja, ich rieche ihn eigentlich 8, 9 Stunden, nee, 10 Stunden kann man sogar sagen. Dann natürlich zarter, aber an der Klamotte riecht er noch intensiver. Da kommt immer wieder was hoch, bloß an der Haut weniger, bloß an die Klamotten. Da setzt er sich fest und ich glaube, mein Schlafshirt, das habe ich auch vollgesprüht, das riecht 3 Tage noch danach. Also so lecker. Ich finde ihn so himmlisch. Und echt ein bisschen Nutte. Ja, wenn ich sagen darf, ich sag's einfach. Ach, so lecker, cremig. Oh, aber ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen ihn über. Ich habe ihn jetzt die letzten 3-4 Tage habe ich ihn getragen und irgendwie. Ja, jetzt muss ich mal wieder eine Pause machen. Aber so lecker. Aprikose, Vanille, Babbig süß, Karamellmandel. Oh, der Duft ist klasse.
kauft ihn euch. Der hat 20 Euro gekostet, 100 ml, also nachgeschmissen. Leute, kauft ihn euch, wenn ihr auf extrem süß karamelldüftig steht. Das ist Karamell pur mit bisschen Aprikose. Yum, yum. Oh, ich liebe ihn. Yum, yum. So, da war also Fancy Eau de Parfum von Jessica Simpson. Meine Bewertung: Duft bekommt er eine glatte 9 von 10. Und Haltbarkeit 7 von 10 Sternen. So, della Leute, nun kommen wir zur Nummer 5. Und zwar ein weiterer Mugler-Duft. Und zwar ist das diesmal Angel Eau de Toilette. Genau, das ist... Ja, das ist ein Komet, sorry. Das soll ein Komet sein. Ich habe bei Angel Muse auch gesagt, das ist ein Komet. Nee, Angel Muse ist was auch immer. Aber das soll ein Komet sein, genau, so ein Sternenkomet. Außen Silber und... Glas ist so hellblau und ja, das hier so magnetisch, voll lustig. Ach, so geht's auf. Und hier Sprühkopf, auch Silber. Und der ist eine Augenweide, der Flakon. Ich finde ihn so schön. Mugler hat ja allgemein so tolle, schöne Flakons. Ich liebe sie alle. So, dala. Dann kommen wir mal zu den Duftnoten von Angel Eau de Toilette. Also Kopfnote, Bergamot, roter Pfeffer, Harznote, Praline, rote Früchte, und die Basis bilden Patchouli, Vanille, weißer Moschus und Zeder. Okay, los geht's! Also Leute, mein Gott, ich randaliere hier. Also, Angel oder Toilette, den... Da habe ich die Schwester von meiner besten Freundin angefixt, die, da war ich mal bei denen, ich glaube bei einem Thermomix-Abend, ja, Thermomix-Abend. Und ich kam in den Raum und habe gesagt, was hast du für einen Duft, du riechst so lecker. Und ja, jetzt hat sie ihn dann auch und die steht auch total drauf. So lecker, der ist süß, bärig, Praliné und auch ein bisschen herb. Aber er riecht so lecker. So, ich habe auch noch nie was gerochen, was so riecht, das ist typisch Mugler. Süß, bisschen bärig, herb, Patchouli auch ein bisschen, Praliné, ach, so lecker. Da können wir sich auch reinlegen, so lecker dieser Duft. Ach, yum yum, ich finde ihn unglaublich lecker. Der ist sogar ein bisschen zart, könnte man ihn bezeichnen, und ja, so lecker, er ist unglaublich. Yum yum, ach, himmlisch. Also, Angel oder Eau de Toilette, dass ich es noch rausgekriegt, von Mugler bekommt von mir. Duft 8 von 10 Sternen und Haltbarkeit 8 von 10. Also sehr gut. So Leute, ich muss mal schnell was trinken. Übrigens, ich bin da ein bisschen krank, mein Hals kratzt, mein Freund ist auch krank, aber ich werde es aufhalten, ich halte es auf. So. Also alle Leute. Oh Gott, ich hol's wieder, Entschuldigung. Nummer 4. Wir sind bei Nummer 4 schon, oh mein Gott. Und zwar, Nummer 4 ist Miss Dior. Absolutely Blooming von Dior. Total süß, dieser Flakon. Ja, rechteckig, durchsichtig. Hier unten ist noch dieses Hahn im dritten Muster von Dior. Und hier oben das süße Schleifchen. Und ja, eingraviert. Ja, total toll. So, lala. Was sind denn hier die Duftnoten? Und zwar, wir haben Kopfnote, rote Früchte, Herznote, Grasrose Absolue, Damascenerose, Pfingstrose, sehr rosig, und Basis ist weißer Moschus. Also, wie ihr sehen oder wie ihr gehört habt, eher wenige Duftnoten, aber dafür so lecker. Ich habe ja schon noch zwei andere Dior's, aber ich muss sagen, dieser ist echt mein Liebster. Und ja, der ist, ja, es ist sehr fruchtig. Ich mag ja eigentlich gar nicht fruchtig, aber diese Fruchtnoten ist so lecker. So fruchtig, weil diese Fruchtnoten, das ist, glaube ich, so, ja, es steht ja nur rote Früchte, aber ich kriege so Himbeer, überzuckerte Himbeer, Himbeere mit 1 Kilo Zucker. Und dann diese Blumigkeit und dieser cremige Moschus.
Oh, so riecht das. Das ist so lecker. Und mit dem habe ich jetzt meine beste Freundin auch angefixt. Weil ich bin immer der, der sie immer anfixt. Oh, riech mal, riech mal. Oh, der riecht so gut. Und den hat sie auch gekauft. Und sie steht auch total auf ihn. Und wir waren da mal im Kino. Und jede Minute, sie saß ja neben mir, kam so ein Wusch von dem Duft. Und ich so, oh, du riechst so toll. Was? Ich riech ihn gar nicht. Also sie hat es nicht gerochen, aber ich schon. Weil der ist so intensiv. Und oh, so lecker. Ja, so gut. Beeren, Blumen, Rosen und Moschus. Der ist so yum, yum. Yum, 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 yum. Absolut lecker. So, Dala. Miss Dior Absolut Le Blooming Eau de Parfum von Dior bekommt von mir Duft 8 von 10, Haltbarkeit 8 von 10. Der hält echt sehr lange. Ich glaube 19 Stunden. Und ja, der ist dann. Der wird hautnäher dann zum Schluss, aber erst immer noch wahrnehmbar. Absolut lecker. So, da Leute, meine Top 3. Wir sind in der Top 3. Oh mein Gott, Leute. Es geht weiter. Nummer 3. Ein weiterer La Vie Belle. Und zwar La Vie Belle Eau de Parfum Intense. Also die Intense-Version. Noch intensiver. Und ja, man könnte jetzt meinen, das ist das Eau de Parfum, nur intensiver. Aber nein, das riecht komplett anders. Weil ich habe auch das Eau de Parfum, ist jetzt nicht in meiner Top 15. Und das riecht anders da als dieses Intense jetzt, genau. Und ja, Flakon, wieder dieses Lächeln. Flakon eher in Grau gehalten. Hier dann eine gräulichere Schleife. Und ja, hier auch so schön zu silbern obenrum. Und ja. Der Sprühkopf und ja, um La Vie Belle eingraviert. Finde ich ganz schön. Oh, ich habe das glaube vergessen. Nochmal zum Vergleich. Also Eau de Toilette, Eau de Parfum Intense. Und zwar, was ich so toll finde beim Eau de Toilette, kommen wir noch kurz dazu. Und zwar oben ist diese Lancôme Rose eingraviert beim Sprüher. Finde ich so schön. So ein süßes kleines Detail. Und bei der Intense-Version ist es jetzt leider ja dieser Schriftzug, finde ich, nicht mehr ganz so schön. Ja, wäre toll, wenn sie diese Rose wieder gravieren könnten. Ja, ich würde einen Duft trotzdem kaufen, aber kleines Detail. Kleines, wichtiges Detail. Genau. So, de la Jeanne Lancôme. La Vie Belle Intense. Duftnote, Kopfnote. Bergamotte, Orange, Birne, Schwarze Johannisbeerknospe, rosa Pfeffer. Dann kommen wir zum Herz des Duftes. Bleiche Schwertlilie, Tuberose, Ilang Ilang, Jasmin Sambak, Orangenblüte, Haselnuss. Lecker. Und die Basis bilden dann Patchouli, Tonkabohne und Benzoe. So. Der Duft ist Hammer, Leute. Der ist Hammer. Und das ist echt mein Lieblingsduft von Lancôme. Der ist so lecker. Oh, der ist pudrig, das ist glaube ich von der Tuberose. Und pudrig, babsüß, auch wieder 15.000 Kilo Zucker. Und dann diese Haselnussnote, das ist so lecker. So eine Haselnusscreme stellt man sich vor, frisch geschlagene Haselnusscreme. Oh, das ist so absolut lecker. Oh, und ein bisschen Patchouli, ganz, ganz wenig. Oh, und dieser Duft hält Bombe, der hält. Stunden, 12 Stunden intensiv. Jede paar Minuten, jede Stunde kommt so ein Schwall hoch, wenn ich den trage. So lecker. Oh, zum Dahinschmelzen ist der Duft. Der ist, ja, er ist süß, gourmand, pudrig aber auch und ja, feminin. Oh, lecker. Ich könnte mich reinlegen. Der ist so, so lecker. Cremig, absolut unschlagbar lecker. Und weil ich ihn so toll finde, habe ich mir jetzt noch ein Backup geholt. Und zwar die größte Version, die ich euch gezeigt habe, war 75 ml. Und ich habe mir jetzt noch auf Vorrat die 75 ml geholt. Der ist so lecker. Unglaublich toll. So, da La Vie Belle Eau de Parfum Intense von Lancôme bekommt von mir Duft 9 von 10 Sternen und Haltbarkeit 9 von 10. Leute, wir sind gleich durch. Oh mein Gott, Aufregung hat sich gelegt so langsam. Und zwar kommen wir zu meiner Nummer 2. Und zwar Pink Sugar von Aqualina. Aqualina ist so eine italienische Marke. Und der Duft ist echt, der kostet nichts. Der kostet nichts und der riecht
Er riecht traumhaft. Also Flakon ist mal erstmal so durchsichtig und hier ist wie so ein pinkes Schleifenband drumherum bis oben zum Deckel. Flüssigkeit ist so gelblich-golden und oben, ja, der Verschluss ist so rosa und hier oben der Sprüher ist knallpink wie die Schleifen drum und hier oben steht noch Pink Sugar. Genau, dann kommen wir mal zur Duftbeschreibung. Pink Sugar. Also Kopfnote, Bergamott, Feigenblatt, Himbeere, Orange, Herznote, Erdbeere, Maiglöckchen, rote Früchte, Süßholz, Zuckerwatte und dann die Basis Karamell, Moschus, Sandelholz, Tonkabohne, Vanille. Leute, dieser Duft, es riecht wie auf der Kirmes, wirklich. Es riecht nach gebrannten Mandeln, aber eigentlich ja, so gut wie nur Zuckerwatte. Am Anfang ist es ein bisschen stechend, synthetisch sauer, muss ich sagen. Aber das verfliegt so schnell. Oh, jetzt ist schon da. Mein Gott. Ich würde es trinken. Das riecht Zuckerwatte pur, wie ein Raum voller Zuckerwatte. Ihr geht in euer Schlafzimmer, stellt euch vor, und der ganze Raum ist voller rosa, klebrig, eklig, süßer Zuckerwatte. Und so riecht es. Oh, das riecht so, so lecker. Oh, und der ist haltbar, Leute. Der hält 11 Stunden, 12 Stunden. Und der ist immer noch so intensiv wie nach dem Aufsprühen. Und der Duft kostet um die 20 Euro. Hallo? Und es ist ein Eau de Toilette, stimmt. Eau de Toilette, also er ist noch weniger Duftanteile als in einem Eau de Parfum. Und es riecht mega. Oh, es ist absolut lecker. Ja, man stellt sich vor, oder es wird auch zu Disneyland passen. Man geht nach Disneyland, so riecht es im Disneyland. Potrig, zuckrig, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, alles was Fett macht, Kalorien hat, so riecht dieser Duft und ich liebe, ich vergötter ihn. Oh, es riecht lecker. Manche sagen, er ist kindisch. Scheiß ich drauf, das ist mir egal, der riecht. Leute, der riecht so gut. Oh. Zuckerwatte pur. Wenn ihr einen Duft wollt, der nach Zuckerwatte riecht, kauft euch den. Gibt's im Internet. Wirklich, der ist so lecker. Oh, ich liebe ihn. Der Duft absolut Granate. Ich liebe ihn. Yum, yum. Bei dem wusste ich auch vorher nicht, wie er riecht, aber laut den guten Bewertungen im Internet, ich habe ihn mir gekauft und wie, ja, den Nagel auf den Kopf geworfen. Ja, das ist immer total lecker. Ich liebe ihn. Und er ist auf Platz 2 meiner Top 15 Parfums. Also Pink Sugar Eau de Toilette von Aquilina. Duft 10 von 10, wirklich Granate. Und Haltbarkeit 9 von 10. So Leute, und alles wird dann von meiner Nummer 1, dem Parfüm, ohne dass ich nicht mehr leben kann. Ich schenke euch alle meine 89 Parfüms, nehmt sie alle, bloß diesen Duft, den möchte ich für immer bei mir haben. Ich möchte in ihm baden, ich möchte ihn trinken. Alles soll nach diesem Duft riechen, ich liebe ihn. Dieser Duft, der ist magisch. Ich hatte noch nie so eine Schockverliebtheit in einen Duft wie bei diesem. Und zwar, wir reden von Angel. Angel Eau de Parfum. Ja, das ist jetzt so ein spezieller Flakon in 75 ml. Total, ja, wieder typisch Schmuggler. Typisch Schmuggler Flakon. Angel Eau de Parfum. Ich liebe es. Total genial. Also erstmal zum Flakon. Also der hat so eine Sternenform. Wie man ihn dreht und wendet, ein Stern. Und ja, blaue Flüssigkeit ist ja typisch für Angel und Flakon, sonst durchsichtig. Und hier oben auch nochmal, wenn man die Kappe runter macht, hat man dann den silbernen Sprüher. Und ja, hier auch ein silberner Stern. Unglaublich. Leute, dieser Duft. Meine Sünde ist dieser Duft. Also, meine Nummer 1, Leute. Meine absolute Nummer 1. Mein Highlight, mein Strahlen, mein alles. So, der Duft. Er hat so viele Düfte, so viele Duftstoffe wie kein anderes Parfüm, das ich besitze. Also, wir fangen an. Kopfnote. Bergamott, Jasmin, Cassia, Kokosnuss, Mandarine, Melone, Zuckerwatte. Herznote, Aprikose, Brombeer, Honig, Jasmin, Maiglöckchen, Orchidee, Pfirsich, Pflaume, Rose, rote Beeren und die Basis ist am allerleckersten. Amber, Karamell, Moschus, Patchouli, Schokolade, Tonkabohne, Vanille. Uff, dieser Duft ist, ja, magisch. Manche, also
bei diesem Duft muss man echt sagen, man liebt ihn oder man hasst ihn. Es gibt kein so, oh, ist okay. Entweder man hasst ihn abgöttisch oder man liebt ihn abgöttisch. Dieser Duft ist, oh mein Gott. Wo ich den das erste Mal aufgespürt habe, mir dachte, oh mein Gott, ich ersticke. Aber oh, ich habe dann diesen Duft, wo ich ihn das erste Mal getestet habe, habe ich aufs Handgelenk gespürt und auf meinen Teststreifen. Und ich habe tagelang danach dran geschnüffelt und irgendwann, ich habe mich verliebt in diesen Duft. Ich habe dann sogar geträumt, dass ich diesen Duft kaufe. Und dann musste ich echt einen Tag später in die Parfümerie und ich habe mir ihn gekauft. Und ich war noch nie so glücklich wie bei diesem Duft. Ich liebe diesen Duft. Ich hab von diesem Duft die Körpercreme, die Körperlotion, ein Körperöl. Ich habe ein Deo, ich habe das Duschgel, ich habe alles von diesem Duft. Ich möchte alles besitzen, dieser Duft. Mein Gott, ich habe Stunden, ich habe mir Reviews, ich habe mir Kritiken angeschaut als YouTube-Videos, in Blogs. Ich wollte alles von diesem Duft wissen. Mein Gott, dieser Duft, oh, der ist genial. Der Duft ist süß, pervers, so kann ich ihn beschreiben. So riecht der Duft, der riecht, oh mein Gott, der ist raumfüllend. Man rennt, wenn man ihn hasst, in Scharen weg oder man wird wie die Motten vom Licht angezogen. Dieser Duft ist es pappig süß. Süßigkeiten, Honig, Patchouli, das ist der Hauptanteil, Patchouli, 50% Patchouli, 50% Süßigkeiten, Schokolade, tonnenweise Zucker, als ob 5 LKWs mit Zucker, kandierten Zucker, und die schütten das auf euch, so riecht das, das ist, och, dieser Duft, Leute, der ist wie von einem anderen Planeten, der ist, mein Gott, dieser Duft, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber riecht ihn mal. Vielleicht gehört ihr dann auch zu denen, die ihn lieben, aber ich kann ohne diesen Duft nicht leben. Der Duft ist, mein Gott, er ist magisch. Jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, dann rieche ich an dem Duft und mir geht's gut. Der ist wie so ein Engel, der einen beschützt, der schmiegt sich um euch, der umarmt euch den ganzen Tag. Der Duft riecht 24 Stunden, man riecht ihn. Mein Gott, der Duft, der ist präsent, man riecht ihn jede Minute. Schwappt dieser Duft hoch, der beschützt euch, der schmiegt euch wie so eine warme Kuscheldecke ein. Das ist Angel Eau de Parfum von Mugler. Dieser Duft ist Hammer, der ist genial. Von keinem anderen Parfüm habe ich so viele Flakons geleert wie von diesem. Mein Gott, der Duft, der macht süchtig. Ich liebe ihn. Ich bin, ja, Mugler, Angel, er hat mich in Ketten gelegt. Ich liebe diesen Duft. Okay, ich höre jetzt mal wieder auf mit diesem Drama. Oh, dieser Duft ist Hammer. Ich liebe ihn. Meine Nummer 1. Ich würde euch alle Parfums schenken. Ich besitze bloß dieser Duft. Den müsst ihr mir lassen. Ohne den kann ich nicht mehr sein. Ja, also, und der Duft bekommt 10 Sterne Duft, 10 Sterne Haltbarkeit. Er ist magisch. Der Duft ist genial. Mein Gott, ich liebe Mugler, ich liebe Angel, mein Gott, genial. Was ich noch sagen wollte, um Mugler positiv hervorzuheben, Mugler ist mit das einzige Parfümlabel, das auffüllbare Flakons anbietet. Und zwar, wenn der Flakon leer ist, kann man ihn aufdrehen und in der Parfümerie nachfüllen lassen. Total toll, ökologisch, gut für die Umwelt, finde ich echt super. Ich habe es aber noch nie auffüllen lassen, weil ich habe mir erstmal alle verschiedenen Flakons gekauft und ja. Zu Weihnachten wünsche ich mir jetzt, glaube ich, nochmal die 100er Version, weil es gibt einen neuen 100ml Flakon, den finde ich auch so schön. Und weil ich ja süchtig nach Angel bin, muss er natürlich in meiner Sammlung sein. Okay, Leute, ja, wir sind durch. Ja, meine Top 10 Parfums. Top 10, Top 15. Ja, ich war so aufgeregt und ja, ich habe so vorbereitet. Ich habe ja alle Flakons auf einem Tablett, ja, drapiert. Und ich habe mir extra im DM so Duftstreifen besorgt, weil ich wollte das ja halbwegs professionell machen. Ich habe mir alles aufgeschrieben, ja. Ja, Leute, was mich jetzt mal interessieren wollte, würde, seid ihr denn auch so Duftnasen? Und wenn ja, dann postet doch mal bei den Kommentaren, was eure Lieblingsdüfte sind. Würde mich wirklich interessieren, denn ja, Parfüms, ja, sind mein Leben sozusagen. Und ja, vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich und ein paar Neuheiten dann für mich, die ich dann testen könnte. Und ja, würde mich freuen. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen interessant für euch. Und ja, was ich noch sagen wollte, heute bin ich mal wieder in meinem Schlafzimmer. Und neben mir hier rechts ist meine Schminkkommode, wo einige meiner Parfums draufstehen. Und ja, zu meiner Linken mein Bett. Und ich fand einfach den Hintergrund voll toll, voll schön. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und
bisschen das Wasser atmen. Ich trinke mal kurz einen Schluck. So. Ja, Leute. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Sonntag. Macht noch was Schönes. Ich werde jetzt relaxen. Ich schmeiß mich jetzt auf die Couch. Ja, genießt das Wochenende. Surf ein bisschen. Guck ein paar Serien. DVD. Und ja. Mach mir noch meine Suppe warm. Ich habe gestern lecker Kürbis-Gemüsesuppe gemacht. So lecker. Die lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe schon so Hunger. Und ja. Leute, ich habe euch ganz arg lieb. Und ja, wünsche euch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns.